Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life. So, und damit willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Minecraft Between Lands hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Ja, es geht jetzt auch düster, dunkel und gefährlich weiter mit diesem wunderschönen Projekt. Und ich wollte mich auch vorab direkt mal für das Feedback bedanken auf der ersten Folge. Ihr feiert das Ganze auf jeden Fall sehr, genauso wie ich. Ich liebe solche Vampir-Sachen, Vampirjäger etc. als kleines PvP-Projekt dann auch noch dazu wirklich sehr. Und es hat mich dann umso mehr gefreut, dass ihr das Ganze auch feiert. Also weiterhin, wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, genauso wie Tipps und Tricks etc. Vorschläge, was man so machen könnte, natürlich auch. Und bevor wir starten, ich habe in meinen Community-Tab auf meinem Kanal gefragt, was denn so ein cooler Name für mich als Vampir wäre, und habe auch gesagt, der meistgelikte Name oder Kommentar gewinnt quasi das Rennen. Und der liebe Elgish Milodet hat geschrieben, Graf Schleimula, und dieser Kommentar hatte über 192 Likes mittlerweile, und so werden wir ab sofort heißen. Also wir heißen jetzt Graf Schleimula. Daran müssen wir uns jetzt gewöhnen. Ich werde wahrscheinlich auch noch meinen Skin ein bisschen überarbeiten, dass ich so einen Anzug anhabe oder sowas und auch im Gesicht irgendwas tun, damit ich nicht so aussehe wie ein, geschminktes Opfer, was so doof ist, sich zu schminken. Ihr wisst schon, das werden wir noch irgendwie überarbeiten. So, was machen wir in der heutigen Folge? Der Joe hat in seinem Livestream schon angefangen, unser Gebäude bzw. unser Grundstück mal so ein bisschen umzuranden. zu umranden. Und da werden wir dann gemeinsam ein wunderschönes Anwesen bauen, beziehungsweise so eine Mansion. Und das wird ganz, ganz cool und gruselig. Vielleicht machen wir noch nebenan so einen Friedhof oder so. Das wird vielleicht auch noch ganz cool. Mal schauen. Machen wir auf jeden Fall mit so kleinen Geheimgängen und Geheimfächern und was weiß ich was. Ich werde wahrscheinlich das Außendesign so ein bisschen vorknüpfen. Der Joe ist ja ein absoluter Pro, was Redstone angeht. Das übergebe ich dann alles auf jeden Fall ihm. Ich kenne mich damit zwar auch raus, aber er ist da um Welten besser als ich. Um Planeten, um alles Mögliche besser als ich auf jeden Fall. Egal, das ist nicht das heutige Thema. Ich wollte euch vorab noch etwas zeigen. Wir gehen mal kurz hinten zurück zum Portal. Und dann verschwinden wir auch wieder hier in den Between Lands. Ihr seht gerade, wir sind immer noch Level 3. Das wollte ich jetzt gerade vorab noch ändern. Denn wir haben, wie ihr seht, schon wieder einige Blutflaschen gesammelt. Es ist nämlich so, wenn ich hier diese Herzen esse von den Menschen quasi, die wir da rausreißen und dann vernaschen. Und wir dabei immer noch so ein bisschen zu viel Blut haben und quasi, aua, genau, das sind die Between Lands, Freunde. Egal, was du berührst, es ist immer falsch. Dann, ja, konvertiert er das quasi um in die Flaschen, füllt das da rein und die befüllen sich dann gleichzeitig auch, was ich wirklich sehr cool finde. Und ich habe drüben in der normalen Overworld quasi, holy damn, können wir jetzt mal, danke. So, der Vampirjäger Basti ist auch weg, umso besser, dann haben wir keinerlei Gefahr. Ihr seht auch rechts schon, 2 Kills der Vampire, das war der liebe Spark, der hat auf jeden Fall zugeschlagen, Respekt auf jeden Fall an die Spark. Tja, Graf Sparkula ist auf jeden Fall schon voll dabei, muss man sagen. schon 2 Kills. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, wir haben ja auch ein Scoreboard. Die rot geschrifteten sind immer die Vampire, die blauen die Vampirjäger. Deswegen war der liebe Basti auch gerade blau. Was wollte ich sagen? Genau, in der Overworld. Da hatte der Joe ja quasi schon eine Mine vorgearbeitet. Und diese Mine können wir aber leider... Es ist Nacht, perfekt. Nein, es ist nicht Nacht. Na super. Oder wird es gerade Nacht? Ach, wir haben ja Nachtsicht an, deswegen sieht es nicht so aus. So, und diese Mine, kann ich auch gerade mal zeigen, können wir nicht mehr betreten. Wegen der Spawn Protection wahrscheinlich. Ich kann es euch gar nicht beantworten, oder? Mittlerweile schon. Okay, es geht wieder. Umso besser. Trotzdem hatte ich auch eine Mine. Das Problem ist jetzt, weil ich das ganze Modpack nochmal geupdatet habe, sind die Markierungen weg. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich die Mine wiederfinde, weil da war auch noch ein bisschen Stuff von uns bei. Und da war auch noch ein Altar, der teilweise gefüllt war. Von daher wäre es jetzt gar nicht mal so verkehrt, wenn ich das Ganze wiederfinden würde. Da hinten haben wir auch nochmal einen Vampirjäger. Aber vorher killen wir da die ganzen Mobs, weil die sind teilweise echt am Stören bei solchen Sachen. Deswegen, lassen wir den Creeper mal gerade hier explodieren. Und, okay, dann nicht. Du kannst ja explodieren. Wir könnten auch theoretisch beißen, aber mit dem Skelett macht es, glaube ich, weniger Sinn. Hallo? Und bam. So, da ist der Vampir. Oh, das ist ja gar kein Vampir. Das ist ein Vampir. Ja, moin. Ich dachte, ich hätte hier gerade einen Vampirjäger gesehen. Leck. Naja, wie dem auch sei, wir gucken mal, ob ich meine Mine wiederfinde. Wie gesagt, weil meine ganzen Markierungen weg sind, das hätte ich vorher mal überdenken sollen, das Modpack zu updaten. Ich habe keinen Screenshot der ganzen Koordinaten gemacht. Aber ich schaue mich mal hier gerade um und im besten Fall sehen wir uns gleich wieder. Jo, das ging auch relativ fix gerade. Ich bin 10 Meter weiter gerade ausgelaufen, da war die Mine auch schon. So, habe ich auch mit Cobblestone ein bisschen markiert. Hier geht es dann auch schon runter.
Das Ding ist, dass die Overworld natürlich nicht dafür da ist, um zu farmen. Man fühlt sich hier natürlich deutlich wohler als in den Betweenlands. Und das muss man auch so akzeptieren. Aber wir werden jetzt nur unseren Stuff holen und dann wieder verschwinden in den Betweenlands und da eine Runde farmen gehen. So, ich habe mir auch hier schon einen Sarg quasi gecraftet. Und das hat den Vorteil, dass wir die Tage überspringen können. Weil Vampire brennen ja am Tag. Habt ihr auch schon gesehen in der letzten Folge. Und diese Tage können wir dann überspringen. So, ihr seht da auch schon den Altar. Der ist fast voll. Jetzt wird er umso voller. Gleich ist er komplett voll. So, und für zwei Flaschen brauchen wir noch. Und noch eine. Okay, dann doch noch eine. Muss da eine komplett volle rein? Nee. So, jetzt 100. Das heißt, wir können jetzt ein Vampir Level 4 werden. Und das ermöglicht es uns. Einen Moment. Und bam. So, wir sind jetzt Level 4, haben auch ein Herz dazu bekommen, wie man sieht. Also mit jedem Level kriegt man anscheinend ein Herz dazu. Quasi wie bei The Legend of Zelda, mein absolutes Favoritenspiel. Erkennt man, glaube ich, auch an der Musik im Hintergrund. Ja, mit den Herzcontainern. Quasi nach einem Dungeon. So, und zwar drücke ich jetzt die Taste P und öffne das Skill-Menü. Und wir haben wieder einen Skill-Point und können uns jetzt ab sofort in eine Fledermaus verwandeln. Und das ist super, muss ich sagen. Also das ist wirklich Spitzenklasse. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil die Tasten ja auch wieder geändert wurden auf Y. So, jetzt sind wir eine Fledermaus. Yeah, Bad Mode, Freunde. Das ist auf jeden Fall super cool. Jetzt drücken wir wieder auf X, obwohl wir müssen auf die Fledermaus, ne? Genau, und dann sind wir wieder ein normaler Mensch. Yay, so rum. Yay. Sehr cool auf jeden Fall. So, ich habe ja auch ein bisschen Eisen etc. gefahren, wie man hier sehen kann. Aber wie gesagt, der Joe hat uns hier auch noch ein bisschen Sachen gegeben. Die Sachen nehmen wir jetzt alle mit rüber in die normale Welt. Ja, den ganzen Stuff hier, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, die Fackeln hier nehmen wir auch nochmal mit. Das sind die Between Lands Fackeln. Die sind auch relativ cool. Funktioniert das eigentlich mittlerweile mit Optifine? Müssen wir gleich mal gucken, wenn es dunkel wird. Und natürlich den Sarg, den können wir auch mitnehmen. Den Rest lasse ich jetzt mal gerade hier. Obwohl, die Blutflasche, die nehmen wir auch mit. Man kann auch, habe ich beim Spark gesehen, das war mir vorher gar nicht bewusst, diese Blutflaschen, sobald man eine Flasche leer trinkt oder befüllt quasi, wird das zu einer leeren Blutflasche, die man dann nicht mehr befüllen kann. Aber wenn man diese dann ins Crafting-Menü reintut, hat man irgendwie wieder normale Glasflaschen. Ja, auch sehr praktisch. Wir könnten jetzt natürlich noch den Altar hier noch ein bisschen weiter befüllen, aber den bauen wir jetzt gerade mal ab und nehmen den mit in die... Ja, Between Lands. Und dann gehen wir nochmal rüber. Den ganzen Stuff können wir ja später nochmal holen kommen. Jetzt ist es natürlich Daytime. Ich habe hier aber auch schon einen Wassereimer für die Notfälle. Aber der Weg ist nicht weit. Von daher sollten wir da auf jeden Fall klarkommen. Ich weiß gar nicht, brennen wir auch, wenn wir eine Fledermaus sind? Müsste eigentlich, ne? Müsste eigentlich so sein. Ich muss mir auch mal das Portal markieren. Wie gesagt, die ganzen Waypoints sind auf jeden Fall verschwunden. Ich überlege gerade, wir kamen von der Seite hier. So, oder nein, gar nicht, stimmt gar nicht. Absoluter Blödsinn, wir kamen von hier. Was ist das denn? Ah, der hat Ruinen gefunden, auch nicht schlecht. Von hier, war das von hier? Ich glaube schon. Wir müssen uns, wie gesagt, beeilen. Hier hinten ist jetzt noch einmal Wasser. Die Sichtweite ist jetzt nicht ganz so hoch. Also im Wasser können wir uns natürlich kurz abkühlen. Wovon wurden wir gerade gehittet? Gehen das schon so schnell? Und ich überlege gerade, ob wir das riskieren. Wir müssen es riskieren. Jetzt geht das noch deutlich schneller. Und im Wasser sind wir halt schwächer. Das muss man natürlich auch noch quasi beachten. Wir haben Schwäche drauf und das ist sehr schlecht. Ich gucke gerade nur mal, ja, danke dafür. Wo haben wir denn das Portal? So, Freunde, ich habe die Gunst schon einfach mal genutzt, dass kein anderer in der Overworld ist und habe dann mal den Tag übersprungen und fliege jetzt quasi wieder in Richtung Portal. Im Fledermaus-Modus und jetzt wechseln wir wieder zurück und zack. Aber das ist schon sehr praktisch, da zur Fledermaus zu wechseln. Das ist schon echt nice. Also wir gehen jetzt rüber, wieder in die Between Lands, zu unserem Grundstück. Können dann ein bisschen unseren Loot entleeren. Machen uns dann mit den Between Lands Ores quasi den ein oder anderen Stuff, also die ein oder anderen Tools. Okay, lag, alles klar. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir uns möglicherweise, ich nehme hier mal ein bisschen Holz raus, ein paar Tools machen. Und zwar die Between Lands Tools, die sollen natürlich umso praktischer sein. Einmal und jetzt gleichzeitig auch nochmal ein Schwert, zweimal. Und dann haben wir den ganzen Salat auch schon hier in der Hotbar. Weil die ganzen Items bzw. Tools aus der Overworld, die funktionieren hier nicht ganz so gut. Haben wir schon gemerkt.
Haben auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Das tun wir wieder hier rein, obwohl die Sticks nehmen wir einfach mal mit. Machen wir gerade ein bisschen Platz hier. Da haben wir noch was. So, das Herz tun wir mal in unsere Hotbar. Den Koffer nehmen wir jetzt einfach mal mit. Flaschen können wir immer gebrauchen. Boah, diese Soundeffekte, Freunde. Da kriegt man teilweise echt schon einen Herzinfarkt. So, unser Base markieren wir natürlich auch direkt. Perfekt. Und jetzt wird es auch noch neblig. Holy damn. So, wir haben jetzt ein Octane-Schwert und ein Octane-Pickaxe. Das ist natürlich sehr nice. Und jetzt gehen wir mal gerade wieder zurück zum Portal. Und dann wollte ich euch noch kurz zeigen, wo wir denn farmen dürfen. Ist auch sehr, sehr cool. Dafür nutzen wir einfach mal unsere Fledermaus-Fähigkeiten, Batman-Fähigkeiten. Nur es sei erwähnt, wir haben in diesem Modus nur 1,5 Herzen. Und das ist natürlich durchaus gefährlich. Also man braucht uns quasi nur einmal hitten. Und schon sind wir wäsch vom Fenster. So, hier oben ist nämlich ein Comment-Block. Wenn wir da drauf drücken. Ja, dauert es einen Moment. Dann sind wir auch schon hier in der Farming-Overworld. Nicht Overworld, aber in der Farming-World. Und können jetzt mal gucken, ob wir hier in der Nähe möglicherweise irgendwie eine Höhle oder so finden. Ah, guckt mal hier, Freunde. Wir haben gerade eine Ruine entdeckt. Und da hinten sehen wir Loot. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das da ist. Das werden wir jetzt zwar gemeinsam herausfinden, aber ich ahne echt Böses. Und ich will gar nicht wissen, was hier so für Mobs auf uns warten. Wir switchen gerade mal rüber. Man sollte eigentlich zuerst farmen gehen, damit wir ein bisschen Rüstung haben. Weil ich absolut gar keine Ahnung, was das da ist. Und ich fühle mich so beobachtet hier in diesen Wäldern. Das ist schon echt verrückt. Vor allem, was sind das für leuchtende... Das sieht aus wie so ein kleiner Flaschengeist von The Legend of Zelda. Okay, wir switchen gerade mal kurz hoch, damit wir hier die... Ah, wenn man es jetzt noch schaffen würde... Oh, ja, kommt auch schon die erste Schnecke. Come on. Blutsaugen und Schnecken, so. Die hier können wir nicht kaputt machen. Und da kriegen wir auch ein paar Ohrs raus. Oder andere, möglicherweise wertvollere Items. Kriegen auch gerade ganz, ganz viele Achievements, sehe ich gerade. Ah ja. Interessant, die spawnen da oben einfach drauf. Auch nicht schlecht. Die hat aber schon mal einer gelootet. Und jetzt kommen die natürlich. Also die Schnecken sind auch schon eher von der ätzenderen Sorte. Also giftige Schnecken. Schnecken an sich sind schon, naja, nicht ganz so mein Fall. Die brennen ja. Krass. Ich frag mich nur, was das hier ist. Monster Spawner. Ach, okay. Verstehe. Ich dachte, das wäre für uns irgendwas Interessantes. Aber es ist nur in Anführungsstrichen ein Monster Spawner. Okay, aber hier hinten sehe ich gerade... Sind noch viel, viel mehr. Jetzt haben wir das Wasser berührt. Noch viel, viel mehr Sachen, die wir alle looten könnten, wenn sie noch nicht gelootet sind. Also, so sehen die Ruinen in Between Lands aus. Oh, Freunde, das ist einfach der Hammer. Also, was man mit Minecraft alles anstellen kann, das ist schon verrückt, muss man sagen. So, wir switchen mal wieder zurück. Wo zum Teufel ist mein Schwert? Also, warum auch immer habe ich hier unten mein Schwert gedroppt. Kann ich das aufheben? Ne, kann ich nicht. Oh Gott, da muss man sich echt dran gewöhnen. Holy damn. Naja, schnell wieder switchen und rumfliegen. So, da muss ich mal mit die Hotkeys noch ein bisschen anders legen. Weil die waren jetzt auf Default quasi. Der Spark hat die Modpacks erstellt. Hat dann ein bisschen andere Steuerung als ich es habe. Kann ich eigentlich meinen? Im Fledermaus-Modus? Nein, kann ich nicht. Schade. Da muss ich natürlich nur versuchen. Alles klar. Holy shit. Okay. Da kam noch irgendwas anderes mit raus, aber das haben wir schnell erledigt. Und springen mal kurz hier rüber. Also die ganzen Ruinen, das ist schon echt cool. Da ist noch eine Lootkiste. Da unten können wir noch ein bisschen abbauen. So ein paar, wie nennt man die denn? Runes? Ne, Runes sind ja an sich die Dinger hier. Ist da noch was drin? Ach Mensch. Nein. Die hat anscheinend schon jemand gelootet. Denke ich mal. Ich habe hier an sich schon mal so ein anderes Ghost-Monster gesehen. Da muss man sich auch echt in Acht nehmen. Die sind auch nicht gerade schwach. Okay, okay, okay. War das relativ easy. Die wollten wir nur runterkicken. Und dann sind die auch schon down. Schauen wir, was wir denn also bekommen haben. Okay. Octane haben wir noch ein bisschen mehr bekommen. Das ist sehr gut. Da hinten sind auch noch ein paar. Die nehmen wir auch. Das hier sieht ein wenig besonderer aus. Okay, gucken wir mal. Also es kommt auch vor, dass ja diese komischen Skorpione rauskommen. Da müssen wir halt echt aufpassen, genauso wie der hier. Der hat das Ganze jetzt überlebt, okay. Naja, was soll's. Wie viel Platz haben wir denn da? Okay. Wir essen mal gerade das menschliche Herz hier, um uns ein bisschen mehr Leben zu geben. Und bauen nochmal das hier ab.
Kommen wir ein bisschen näher, so, was auch immer das ist. Schaffen wir den Sprung? Easy. A Cure, okay, und das sind, ah, interessant. Was ist eigentlich das da? Sind das einfach nur, ah, das sind kleine Schmetterlinge, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Okay, jumpen wir mal gerade hier runter. Keine Ahnung, was das alles für Items ist. Das müssen wir natürlich noch herausfinden. Ich wollte jetzt nur gerade ein bisschen looten. Und mich ehrlich gesagt dann auch schon wieder hier verpieseln, weil die Gegend gefällt mir jetzt relativ nicht so wirklich. Also, fühle mich hier ein bisschen unwohl. Darf, glaube ich, schon mal vorkommen hier in der Gegend. Obwohl, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ich guck mal gerade, ob hier noch ein bisschen mehr Ruinen sind. Also, Blumentöpfe oder wie nennt man die denn? Porzellangefäße. So wie hier ist noch eins. Das können wir auch noch abbauen. Da wird wahrscheinlich wieder ein Skorpion drin sein. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ist das runtergefallen? Nee, das haben wir eingesammelt, oder? Haben wir. Ja, nice. Also, wir finden hier auf jeden Fall einiges. Must be linked to a menu. Okay, also, da müssen wir uns natürlich noch irgendwie reinfinden, was das alles so für Items sind. Das kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht auswendig, weil ich die Mod jetzt vorher auch noch nicht kannte. Aber naja, schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch die ein oder anderen Gefäße finden. Ansonsten hauen wir mal wieder ab, denke ich. Ah, das sieht schon echt super toll aus. Also, wow. Total cool. Minecraft Between Lands. Also, ich glaube, das wird das aufregendste, creepigste, das gibt's noch nicht mal das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und verrückteste Projekt aller Zeiten. Das wird schon echt funny. Was ist denn das? Ah, Optifine, danke. Okay. Mal schauen, ob wir hier noch was finden, aber ich denke eher weniger. Obwohl, da unten sind noch zwei. Was ich mich jetzt gerade nur frage, was das für Lichter sind, ob dieser Vogel uns angreifen möchte. Er will uns angreifen. Er will uns angreifen. Frage beantwortet. So. Pothead, okay. Naja, wir machen hier gerade Advancement ohne Ende. Advancements, so rum. Switch mal schnell wieder rüber. Weil hier ist auch eine. Kann ich auf die Kisten zugreifen im Fledermausmodus? Kann ich. Sehr schön. Das ist natürlich. Oh, guck mal, Freunde, hier. Also hier ist ja noch einiges. Hier ist ja noch einiges. Die bauen wir alle mal ab. Oh, wir sind voll. Wir sind voll. Was schmeißen wir denn weg? Die normale Pickaxe hier. Dass ich das mal sage, dass ich eine Eisenpickaxe wegwerfe. Das ist schon, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. So, dann switchen wir wieder hier rüber. Oh Mann, wir finden hier ganz viel neuen Stuff. Die Werkbank kann mal weg. Oh mein Gott, irgendein Herz. Schon relativ erfolgreich, was wir machen. Oh, da war wieder so ein Skorpion. Wir sollten auch zum Schwert switchen. Mr. Fackel. Zum Schwert bitte. Hallo. Oh, das Vieh ist so klein, Mann. Oh, jetzt kommt ja auch noch ein Vogel. Was auch immer du für ein Vogel bist. Oh mein Gott, aber die machen uns ja kaum Damage. Ihr wisst, was ich immer vergesse? Zu beißen. Ich vergesse immer zu beißen. Ich bin ein schlechter Vampir. Was ist das? Ah, das sind die Flügel quasi von den Viechern. Auch nicht gerade. Ich kann das halt mal von unten hier machen, so. Obwohl natürlich alles dann... Mann! Hier ist ganz viel neues Zeug immer. Verdammt. Wir müssen gleich mal wieder zurück. Ist halt so. Können wir das aufheben? Ja, sehr gut. Da hinten werden... Was ist das zum Teufel? Warte mal, kommt das zu uns? Wir müssen mal auf den Vogel gerade aufpassen. Weil ich denke mal, dass der uns auch damagen kann. Wenn wir dem zu nahe kommen. Ich frage mich gerade noch, was das da hinten ist. Guck mal, im Wasser sind ja noch mehr Gefäße. Habe ich jetzt schon wieder... Oh mein Gott. Was jetzt? Ja, ciao. Ciao. Habt ihr das Vieh gesehen? Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Also, tschüss. Nein, nein, nein. Das möchte ich nicht. Ich benutze jetzt auch nicht den Comment-Block. Ich nehme diese 300 Meter gerade noch in Kauf. Heilige Maria, Mutter Gottes, was war das für ein Vieh? Also das können wir natürlich bekämpfen, aber ich bin absolut unequipped gerade. Oh mein Gott, Freunde, wir haben unsere Pickaxe verloren. Ich habe sie wieder gedroppt, weil ich die Hotkeys anders legen muss, Mann. Nervig. Echt nervig, so. Oh mein Gott, also was war das für gerade für ein Vieh? Ich mache gerade eine neue Pickaxe. Das möchte ich in dieser Folge noch machen. Ja, man macht, so macht man eine Pickaxe-GDE. Oh Gott, das war gerade echt. Nee, das war ein echt ekliges Vieh. Vor allem, das hat so geschrien, die ganze Erde hat gebebt. Was mache ich hier gerade?
Oh my goodness, das finde ich auch cool bei dem Modpack. Also bei einem der Modpacks, die hier drin sind, bei den Mods hier. Dass das immer noch da drin bleibt und dass man hier das Ding auch hier oben sieht. Oh mein Gott, Freunde. Heilige Maria, Mutter Gottes. Was soll das für ein Vieh? Was ich gerade noch vielleicht machen wollte. Wir haben ja noch genug davon. Kannst du das mal gerade... Tu mal gerade die Fliege. Oder ist egal. Oh Gott, Freunde. Nee. Ich finde gerade keine klaren Worte dafür, was das für ein Vieh war. So, das kommt jetzt mal gerade hier hin. Mal hier noch eine Kiste rein. Und da kommt dann das ganze Zeug rein, was wir hier gerade gefunden haben. Boah, was war das? Ich wollte eigentlich in eine Höhle. Das hat sich dann relativ schnell erledigt, wie man sehen konnte. Und, boah. Wow. Okay, ich werde die Folge erstmal beenden. Wow, Freunde. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn dies der Fall ist. Ich werde dann was mit Joe quatschen, wahrscheinlich noch ein bisschen offscreen, ein bisschen weiter zocken, farmen etc. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Between Lands wieder. Bis dahin auf jeden Fall, auf Wiedersehen und lasst euch nicht beißen, Freunde. Ciao. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how you...